Lange ist es her, aber wir sind aktuell im Umzug, meine Frau und ich, und deswegen konnte ich keine Videos drehen. Die Streams sind auch ausgefallen. Dann hatten wir noch ein großes Call of Duty Event, was mega cool war, mit vielen coolen Leuten, Preisen. Es gab einen Goodieberg mit einem Jahr Netflix für alle Teilnehmer. Absoluter Wahnsinn. Aber nun bin ich wieder da und es gibt Gaming News und wir fangen an mit Elden Ring. Wie einige von euch wissen, fangen jetzt die Network Tests an und die Elden Ring Keys sind ultra begehrt. Also man konnte sich da vorab anmelden und an diesen Test teilzunehmen. Gweeza, mein Mod, der hat sogar eine Einladung gekriegt, wird das Ganze dann auch wahrscheinlich schön ausführlich testen, mir dann Feedback geben, ich freue mich schon. Aber es gibt auch solche Leute, die diese Keys bekommen haben, aber das Spiel an sich gar nicht spielen wollen. Und diese, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, haben ihre Keys auf eBay reingestellt, ja. Jetzt könnte man meinen, ja gut, kauft ja eh keiner. Nein, leider ist es so, dass die Keys teilweise für mehrere hundert Dollar rausgehen. Aktuell gibt es sogar Gebote um die 300, 400 Dollar rum, wo aktiv mitgeboten wird. Also absolut geisteskrank für einen Beta-Network-Test. Also ich verstehe es nicht, ja. Vielleicht sollte man in Zukunft accountgebundene Einladungen schicken. Ich weiß es nicht. Irgendwie muss man das lösen. Aber eine absolute Schweinerei. Es gibt Leute, die wollen das Spiel unbedingt testen, haben kein Key gekriegt und jetzt gibt es Leute, die haben einen Key gekriegt, wollen das Spiel gar nicht testen, verkaufen den Key. Wow, super, danke dafür. Was sagt ihr dazu? Ist es okay, einen Beta-Key zu verkaufen oder sagt ihr auch, nee, ist eine absolute Schweinerei? Schreibt gerne in die Kommentare, würde mich freuen, den einen oder anderen wieder lesen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.